Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das ist wahrscheinlich die verblüffendste aller Seligpreisungen. Denn man kann sich ja keinen größeren Gegensatz vorstellen als den zwischen der Erfahrung bitteren Leids und der Erfahrung der Seligkeit. Ich gestehe deswegen, dass ich immer ambivalente Gefühle hatte gegenüber bestimmten Formen des Märtyrerkults in der Kirchengeschichte, die das Leiden verklären, die daraus fast so etwas wie ein Selbstzweck gemacht haben. Aber das Leiden kann nie ein Selbstzweck sein, soll es nicht zum religiösen Masochismus werden. Das Leiden hat nichts Romantisches. Die Erfahrung von Verfolgung, von Gewalt, von Demütigung ist schlicht brutal. Derjenige, aus dessen Mund diese Seligpreisung kommt, hat die Abgründe des Leidens selbst erfahren. Am Kreuz hat er einen Schrei der Verzweiflung, einen Schrei der Gottverlassenheit ausgestoßen. Aber Jesus hat in seiner völligen Einheit mit Gott auch gewusst, dass das Leiden nicht das letzte Wort ist. Er hat in der tiefen Gewissheit gelebt, dass Gott am Ende alle Tränen abwischen wird, dass kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein wird und alles neu wird. Und ist damit denen, die Leid tragen, selbst zum Trost geworden. Strahlt diesen Trost bis heute aus. Strahlt diese Geborgenheit aus, die uns allen tief in der Seele eine Ahnung von dem gibt, was dieser Satz bedeutet. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.